Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vorsicht, heute ist es heiß, aber es muss heiß sein, denn ich bringe hier heute zwei ganz heiße Kandidaten. Einige der hitzigsten Diskussionen in Hundeforen, welchen ich beiwohnen durfte, waren Diskussionen zwischen Besitzern von Malinois und American Pitbull Terrier. Und hier ging es hauptsächlich darum, wer ist der leistungsfähigere Hund. Doch ich sage Ihnen was, diese beiden Hochleistungssportmaschinen bestehen ja nicht nur als Leistung. Ja, die haben ja andere Eigenschaften auch vorzuweisen. Und ich verspreche Ihnen, die beiden heute auf Herz und Nieren zu überprüfen, sie von A bis Z zu zerlegen und miteinander zu vergleichen. Zum Schluss sehen wir dann, was da rauskommt. Aber jetzt mal rauf mit euch beiden, ihr seid ja sonst auch nicht so schüchtern. Na also. Zu Beginn möchte ich kurz mal etwas allgemein über diese beiden Hunderassen sprechen, bevor ich dann wirklich zum Vergleich komme. Der American Pitbull Terrier, eine der polarisierendsten Hunderassen auf der ganzen Welt, jeder kennt diesen Hund, hat leider sehr schlechte Nachrede, meiner Meinung nach völlig zu Unrecht, oftmals in den falschen Händen. Sie wissen, ich hatte 14 Jahre lang einen American Pitbull Terrier und ich hatte mit zig Hunden dieser Rasse zu tun. Der belgische Malinois, einer der beliebtesten Diensthunde weltweit, bei Polizei und Militär und löst schon langsam aber sicher den deutschen Schäferhund als solchen ab. Ein ganz beliebter Gebrauchshund, ein toller Gebrauchshund und auch mit diesen Hunden hatte ich recht viel zu tun. Sehen wir uns kurz mal die Anatomie der beiden an. Der American Pitbull Terrier erreicht Schulterhöhen bis zu 50 cm und glauben Sie mir, wenn Sie auf eine Person treffen, die einen Hund hat und Ihnen sagt, das ist ein American Pitbull Terrier, aber an der Leine einen Hund führt mit 55 cm Schulterhöhe und 45 Kilo Gewicht, dann ist das kein echter American Pitbull Terrier. Glauben Sie mir das, echte American Pitbull Terrier, und das werden mir jetzt Leute Insider bestätigen, werden nicht größer mit der Schulter als 50 cm und bekommen auch nicht mehr Gewicht als maximal 27 Kilo. Und das ist schon schwer. Mein Rüde hatte 27 Kilo und war schon ein schwerer American Pitbull Terrier. Amstaff-Besitzer oder American Bully-Besitzer lachen über dieses Gewicht. Aber das ist eben kein Amstaff oder American Bully, sondern ein American Pitbull Terrier. Das Fell beim American Pitbull Terrier ist kurzhaarig, dieser Hund hat so gut wie keine Unterwolle. Das Farbspektrum ist sehr groß, von rein weiß bis tief schwarz, da ist alles vorhanden. Gehen wir kurz mal zum Belgier, zum Malinois. Das sind Hunde, wo Rüden bis zu 66 cm Schulterhöhe erreichen, Hündinnen sind etwas kleiner. Das sind also schon übermittelgroße, schon fast große Hunde. In etwa die Schulterhöhe meines Hundes, der hat 65 Zentimeter. Der Mali wird bis maximal 30 Kilo schwer. Klar gibt es da draußen Hunde mit 32, 34, von mir aus 35 Kilo, doch ich sah noch nie einen Malinois mit 40 Kilo. Ja. Der Mali hat kurzes Stockhaar. Also offiziell ist es ein Kurzhaar, doch ist das Fell etwas länger als beim American Pitbull Terrier, also ein Kurzstockhaar. Und bei den Farben sprechen wir von Rottönen. Der Hund hat eine schwarze Maske. Punkt. Aus. Ende. Die Einsatzgebiete beider Hunderassen möchte ich auch kurz mal ansprechen. Leider ist es auch heute noch so, dass in illegalen Kreisen der American Pitbull Terrier als Kampfhund verwendet wird und das mit Vorliebe. Sie kennen meine Einstellung zu diesen Verbrechen. Sie wissen das. Das Einzige, was ich dem Hundekampf abgewinnen kann, ist die Tatsache, dass daraus der American Pitbull Terrier entstanden ist. Und der wiederum stellt für mich eine der tollsten Hunderassen auf der Welt dar. Doch sonst gibt es absolut nichts, das ich diesen Verbrechen an Hunden abgewinnen kann. Aus. Es gibt eine Art Leistungssport, der, soweit ich weiß, in den USA entwickelt wurde, aber schon auf Europa überschwappt, in welchen starke, leistungsfähige Hunde gegeneinander antreten in Disziplinen wie Gewichtsziehen, Hochsprung, in dem diese Hunde eine Beißwurst aus
enormen Höhen von einer Kletterwand runterholen, sprinten und so weiter. Hier werden oftmals verschiedene Hundekategorien gegeneinander ins Rennen geworfen, aber matchen sich auch oftmals nur in der Kategorie selbst, also Schäferhunde gegen Schäferhunde, Jagdhunde gegen Jagdhunde und so weiter. Doch gibt es zum Schluss auch immer eine Gesamtwertung und in dieser putzen American Pit Bull Terriers immer alles weg. Also die sind sehr beliebt bei diesen Turnieren, die American Pit Bull Terrier. Dann werden schwerere Schläge des American Pit Bull Terriers oftmals oder mit Vorliebe von Wildschweinjägern in den USA als Saupacker, als Catch Dogs eingesetzt. Das war schon früher so, im 19. Jahrhundert, ist auch heute noch so. Aber auch in Rettungshundestaffeln kann man den American Pit Bull Terrier antreffen. Diese Hunde eignen sich recht gut dafür. Und selbstverständlich ist der American Pit Bull Terrier ein sehr beliebter Begleithund. Der belgische Malinois, wie schon vorher von mir gesagt, einer der beliebtesten Diensthunde bei Militär und Polizei, und hier ist sein Einsatzgebiet recht groß. Der ist von Suchtgifthund über den Sprengstoffhund, Rettungshund bis zum Vollstrecker ist er alles. Vollstrecker deswegen, oftmals fungiert er als Art Schocktrupp, ja, wenn es vonnöten ist. Außerdem gehört er zu den beliebtesten der neuen Gebrauchshunderassen und ist so gut wie ein Standardgast auf den Abrichteplätzen. Ich arbeitete einige Male schon mit diesen Hunden. Schutzarbeit ist ein Wahnsinn mit diesen Kanonen. Das sind sehr lernwillige Hunde, die herrliche Unterordnungen hinlegen, auch sehr gute Fährtenhunde sind und so weiter. Selbstverständlich ist auch der Mali ein sehr beliebter Begleit- und Familienhund und ganz beliebter Wach- und Schutzhund. Streifen wir kurz mal die Charaktere beider Hunde an und dann gehen wir zum direkten Vergleich dieser beiden Kapazunder. Beim Charakter sprechen wir beim American Pit Bull Terrier von einem sehr bewegungsfreudigen Muskelpaket, das eigentlich immer gut drauf ist. Jeder, der Pits kennt oder der einen besessen hat oder besitzt, weiß, was das für Schmuser zu Hause sind, was das für herzliche Kinderhunde sind, für Clowns. Und obwohl diese Hunde vor Kraft, vor Power strotzen, sind sie Schmetterlinge zu Hause. Also alle Pits, die ich kannte, waren so und auch meiner war so. Das Einzige, was man hier vielleicht kritisieren kann, ist, diese Hunde können doch recht kompliziert werden, wenn es zu Begegnungen mit fremden gleichgeschlechtlichen Hunden kommt. Ja. Also hier stechen American Pit Bull Terrier mit ihrer Veranlagung, ja, Streit zu suchen, schon etwas hervor. Das liegt ihnen im Blut und wenn ein Pit mal gebissen wird und das erste Mal kämpft, kann es leicht sein, dass ihm das zu gefallen beginnt. Sie verstehen, was ich meine. Und dann diesen Hund wieder zurückzudrehen, ist nicht so einfach. Außerdem hat der American Pit Bull Terrier einen recht schwach ausgeprägten Wach- und Schutztrieb. Das hat mit seiner geschichtlichen Selektion zu tun. Sie wissen schon, Beißhemmung, die zwar nicht immer zwingend da ist, doch bei echten American Pit Bull Terrier größtenteils vorhanden ist. Ja. Gehen wir kurz zum Charakter des Malinois. Das ist ein absolut triebiger, lernfreudiger Hund mit schneller Auffassungsgabe. Das ist ein Hund, der absolut und völlig loyal in der Familie ist, aber stark ausgeprägten Wach- und Schutztrieb hat. Der Malinois kann recht kantig sein, im Allgemeinwesen. Wissen Sie, was ich meine? Ein deutscher Schäferhund zur Potenz, charaktertechnisch, würde ich behaupten. Also der Mali ist mit Sicherheit als Hund kantiger als der American Pit Bull Terrier. Wenn wir das Thema Begegnungen mit anderen gleichgeschlechtlichen Hunderassen außen vor lassen. Ja? Im Allgemeinen gesehen ein typischer Gebrauchshund und einer der besten der neuen Gebrauchshunderassen, meiner Meinung nach, der Mali. Ich möchte jetzt kurz mal die Kategorien ansprechen, in welchen ich die beiden miteinander vergleichen möchte. Und hier ganz genau miteinander vergleichen möchte, damit wir auch ein exaktes Ergebnis zum Schluss erzielen können. Und zwar ist es die Kategorie Wachhundeeigenschaften, die Kategorie Schutzhundeeigenschaften, die Leistungsfähigkeit, die wird ganz heikel, die Hundesporteignung, die Familienhundeeignung und die Führigkeit. Das sind die Kategorien, in welchen ich jetzt beginnen werde, diese beiden Hochleistungskanonen miteinander zu vergleichen. Kommen wir gleich mal zu Kategorie 1, Wachhund. Der American Pit Bull Terrier ist generell gesehen ein schlechter Wachhund. Das ist leider so,
Es gibt Ausnahmen, denn Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ich sage Ihnen was, nicht weil es mein Hund war. Schade, dass jetzt niemand hier ist, der meinen Hund kannte und das bestätigen kann, aber mein American People Terrier war ein guter Wachhund. Doch, das sind Ausnahmen. Generell sind reinrassige American People Terrier schlechte Wachhunde. Ihre absolut ausgeprägte Beißhemmung Menschen gegenüber, ja, sorgt dafür, dass sie Fremde eigentlich immer freundlich begrüßen und dementsprechend geringen Wachtrieb entwickeln. Also man sagt dem American People Terrier ja nach, er würde einen Einbrecher eher begrüßen als zu beißen. Ich kann das bei vielen Pits bestätigen, meiner war anders, aber ich muss sagen, ich half ihm da auch dabei, dass er sich in diese Richtung entwickelt, weil ich habe ja schon öfter gesagt, dass mir die Eigenschaft Wach- und Schutztrieb eigentlich sehr zusagt. Doch ist der American People Terrier mit Sicherheit nicht die erste Wahl, wenn es darum geht, sich einen Wachhund zu besorgen. Das war der Pit. Und beim Malinois sieht das Ganze völlig anders aus, denn das ist ein absolut exzellenter Wachhund. Und ich würde ihn fast auf eine Stufe stellen mit dem Dobermann, welcher für mich der Wachhund par excellence ist. Ich würde sagen, der Malinois ist fast genauso hellhörig und aufmerksam wie der Dobermann. Ein exzellenter Wachhund, wie alle Gebrauchshunderassen. Also geht diese erste Kategorie ganz klar an den Belgier. Greifen wir mal das Thema Schutzhundeeigenschaften an. Der American Pitbull Terrier ist ein Hund, der rein von der körperlichen Eignung her einer der besten Schutzhunde auf der ganzen Welt wäre. Doch hier geht es ja nicht nur um die körperliche Eignung, um die Leistungsfähigkeit, um die Stärke, die Kraft, sondern auch ums Wollen. Und wie ich schon vorher bei den Wachhundeeigenschaften angesprochen habe, ist es beim American Pitbull Terrier oftmals so, dass eine stark ausgeprägte Beißhemmung Menschen gegenüber existiert. Das ist nicht zwingend da bei jedem Pit, doch bei sehr vielen echten American Pitbull Terriers ist das da. Beim American Staffordshire Terrier, welcher ja, seinen Halbbruder oder ja, eigentlich seinen Bruder darstellt, ja, findet man schon öfter gute Schutzhunde als bei einem echten American Pitbull Terrier. Das ist so, das werden viele American Pitbull Terrier Besitzer bestätigen, da bin ich mir sicher. Deswegen würde ich sagen, ist der American Pitbull Terrier ein eher schlechter Schutzhund. Generell gesehen. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen. Vielleicht haben Sie ja einen Pit zu Hause, der ein sehr guter Schutzhund ist. Kann ja sein. Beim Malinois sieht die Sache wieder völlig anders aus. Denn der gehört für mich absolut zu den 10 besten Schutzhunderassen auf der ganzen Welt. Und ich habe da ein Video gebracht, wo ich die für mich 10 besten Schutzhunderassen der Welt präsentiere. Und hier belegt der Mali, glaube ich, den 9. oder 10. Platz. Bin ich mir nicht sicher. Ja? Aber er ist für mich in der Riege der 10 besten Schutzhunderassen auf der Welt dabei. Ich arbeitete schon an der Schutzarbeit mit Malinois und ich kann Ihnen nur sagen, das sind Marschflugkörper. Ja, also die kommen rein mit einer Geschwindigkeit, die ist enorm, unfassbar. Punktgenau auf den Arm, boom, und entwickeln mit ihrem relativ geringen Gewicht von ca. 30 Kilo eine Energie eines doppelt so schweren Hundes. Malis sind Top-Schutzhunde, absolute Top-Schutzhunde. Also, diese Kategorie gewinnt ganz klar der Malinois. Jetzt kommen wir zur Leistungsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit ist ein ganz heikles Thema. Wir bewegen uns hier auf allerhöchstem Niveau, denn die beiden gehören mit Sicherheit zu den leistungsfähigsten Hunderassen auf der Welt. Leistungsfähigkeit, woraus setzt sich die zusammen? Na, aus Kraft, Geschwindigkeit, Ausdauer, Beweglichkeit. Ja. Das würde ich sagen, sind die Hauptkomponenten von Leistungsfähigkeit. Selbstverständlich könnten wir jetzt noch Wetterfestigkeit mit hineinnehmen und so weiter. Ja. Aber ich sag mal, die von mir gerade angesprochenen Eigenschaften sind die Hauptkomponenten von Leistungsfähigkeit, wenn man die beurteilen möchte bei Hunden. Und da ist es wirklich verdammt schwer mit diesen beiden Kapazhunden. Ich sah beide Hunderassen schon Dinge vollbringen, welche sie nie und nimmer einem Hund zutrauen würden. Also vielleicht haben Sie John Wick 3 gesehen, da können Sie zwei Malis in Action bewundern. Ja, ich weiß schon, da sind viele Tricks der Choreografie dabei, aber ich weiß, dass Malis das wirklich drauf haben. Also diese beiden Hunde da in John Wick 3 werden ja eigentlich von 5 Malinois verkörpert, also wurde mit 5 verschiedenen Malis gedreht.
Doch ich weiß, dass Malis das drauf hatten, haben. Ich sah Malis schon ähnliche Dinge tun. Das ist irre. Und ich habe schon mal gesagt, diese Hunde setzen die Physik außer Kraft. Also Wahnsinn. Schnell, stark, explosiv, beweglich. Wahnsinn. Also Hochleistungsmaschinen. Ähnliches gilt für den American Pitbull Terrier. Wenn ich beide miteinander vergleichen müsste, und muss ich ja jetzt auch, würde ich sagen, dass der Malinois für mich der etwas schnellere Hund ist, während der American Pitbull Terrier der für mich zähere und stärkere Hund ist, der alles genauso gut kann wie der Mali, während der Mali vieles so gut kann wie der American Pitbull Terrier. Ich sage Ihnen was. Ich bin davon überzeugt. Ich sah beide Hunde schon in Action bei verschiedensten körperlichen Anstrengungs, weiß ich nicht, Zauberkünsten. Der Pit geht immer länger. Der Pit ist zäher. Und zwar so zäher und so viel stärker, also zäher und stärker als der Mali schneller ist. Verstehen Sie, was ich meine? Ich würde sagen, beim Thema Leistungsfähigkeit im Allgemeinen gesehen, schlägt der American Pitbull Terrier den belgischen Malinois um einen Zentimeter. Das ist nicht viel, aber ich behaupte, seien Sie nicht böse auf mich, liebe Mali-Besitzer, ich behaupte, der American Pitbull Terrier ist im Gesamten gesehen der etwas leistungsfähigere Hund. Nochmal gesagt, wir bewegen uns hier auf allerhöchstem Niveau und beide gehören sicher zu den 10 leistungsfähigsten Hunderassen auf der ganzen Welt. Also wenn ich hier sage, der American Pitbull Terrier gewinnt um einen Zentimeter, dann ist das kein Grund, böse zu sein. Beides Kanonen. Also diese Kategorie für mich an den Amerikaner. Kommen wir zum Hundesport. Ja, wie greife ich da hier jetzt am besten an? Ganz klar ist für mich auf jeden Fall, dass der Malinois der absolut unbestritten bessere Gebrauchshund ist. Brauchen wir nicht drüber sprechen, er ist weit kommandofähiger als der American Pitbull Terrier, lernwilliger und alles. Ja, also Hundesport, Gebrauchshundesport, das gehört ganz klar dem Belgier. Doch, wenn wir in das Thema hineingehen, das ich vorher angesprochen habe, dieser Leistungssportler, wo mir der Name entfallen ist. Ich habe das schon mal in einem Video benannt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wo es dann Gewichtsziehen, Sprint und Hochsprung und so weiter geht. Dort putzen die American Pitbull Terrier alles weg. Die putzen alles weg, auch die Malis. Also das wäre wieder eine Kategorie, die den American Pitbull Terrier gehört. Aber ich weiß, dass bei diesen Turnieren, wo da die Pits glänzen, auch die Malis sehr gut abschneiden. Deswegen würde ich behaupten, dass beim Thema Hundesport im Allgemeinen der Malinois der bessere Allrounder ist. Also Sportler sind beide, Spitzensportler sind beide. Aber der bessere Allrounder, wenn es um den Hundesport geht, ist für mich ganz klar der Mali. Also Sieg geht hier an den Malinois. Thema Familienhund. Es sind beides absolut top Familienhunde. Wir haben hier auch zwei Malinois in Neudörfel. Ich unterhielt mich schon einige Male mit dem Besitzer dieser beiden Hunde, sind bei der Rettungshundestaffel dabei und so weiter. Das sind top Familienhunde. Also brauchen wir nicht drüber reden. Alle Schäferhunde sind eigentlich gute Familienhunde. Aber American Pitbull Terrier sind für mich unschlagbare Familienhunde. Kein Mali kann so kinderlieb sein wie ein American Pitbull Terrier. Nein, ich bin davon überzeugt, glauben Sie mir das. Auch wenn Sie den kinderliebsten Malinois haben, noch kinderlieber als der kinderliebste American Pitbull Terrier, kann der Mali nicht sein. Ist er nicht. Auch wenn Sie mich jetzt steinigen wollen, ich bin davon überzeugt, der Pitbull Terrier ist für mich der bessere Familienhund. Er ist der größere Clown als der Mali. Ja, der Mali bewacht die Familie besser. Ja, aber der American Pitbull Terrier geht, und davon bin ich überzeugt, für mich in der Familie besser auf als der Malinois. Weil der Malinois der generell kantigere Hund ist. Der ist mehr auf Bewachen und Beschützen und so weiter unterwegs. Nein, auch auf Spielen, Schmusen, gar keine Frage. Doch ist das eher eine Abteilung, wo mehr der American Pitbull Terrier zu Hause ist. Also, beides sind Top-Familienhunde. Sowohl der Mali als auch der Pit. Aber der bessere Familienhund, und davon bin ich überzeugt, ist der American Pitbull Terrier. Also diese Runde geht ganz klar an den Amerikaner. Jetzt kommen wir zum Thema Führigkeit, was die letzte Kategorie darstellt. Führigkeit. Schauen Sie,
Beide Hunde sind nicht einfach zu führen, wenn sie am Rad drehen. Ja? Also wenn ihnen, wenn sie ihnen den Kasper raushaut beim Kopf und sie sind mit diesen beiden Hunden unterwegs, dann sind beide nicht einfach zu führen. Aber mit Sicherheit ist der Malinois der kommandofähigere Hund. Also der Hund, der Kommandos eher ausführt als der American Pitbull. Der mir ist klar, dass man auch Kommandos beibringen muss. Aber die bringt man dem Mali schneller und leichter bei als den American Pitbull Terrier. Davon bin ich überzeugt. Deswegen würde ich behaupten, dass der etwas führigere Hund der Belgier ist. Es sind beides keine Ersthunde. Ich will das Thema nicht wieder durchkauen. Klar gibt es Leute, die noch nie einen Hund hatten, die aber so drauf sind, dass sie sich sofort jede Hunderasse nehmen könnten, während es wiederum andere Leute gibt, die schon 3-4 Hunde hatten und noch immer nicht wissen, wie man einen Hund erzieht. Aber ich würde sagen, die am einfachsten zu führenden Hunde sind weder der Belgier noch der Amerikaner. Dennoch, wenn ich hier eine Entscheidung treffen muss, und die muss ich jetzt treffen, würde ich sagen, ist der etwas führigere Hund der Mali, obwohl es den genauso den Vogel raushauen kann wie den American Pitbull Terrier. Ist so, aber er ist für mich empfänglicher für Kommandos. Deswegen würde ich sagen, geht diese Kategorie an den Malinois. So, was sehen wir jetzt unter dem Strich? Also, sind generell Sportskanonen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Beide Hunde sind für den Hundesport geeignet, aber in verschiedener Art und Weise, würde ich mal sagen. Wobei hier der Malinois der bessere Allrounder ist. Leistungsfähig nehmen sie sich beide nicht viel. Es sind Hunde, die etwas Größenunterschied haben, aber völlig andere Charaktere vorweisen. Der Mali ist der kantigere Hund, mit Sicherheit ein richtiger Schäferhund. Und Schäferhunde können schon sehr kantige Typen sein, kantige Gesellen, sie wissen das. Der American Pitbull, der ist eher der, zwar ein triebiger, bewegungsfreudiger Teufel, aber eher der lockere, ja, bis er auf einen anderen Hund trifft, ja. Wenn es blöd kommt, ja. Sie wissen schon, was ich meine. Doch sonst ist er eher der, ja, ich nehme alles eher etwas locker, während der Mali eher der Soldat ist, ja. So kommt mir das vor. Ich würde sagen, als Ersthund beide nicht geeignet und wenn dann eventuell der Mali vor dem Pit. Sie unterscheiden sich, wie gesagt, charakterlich stark voneinander und haben optisch überhaupt nichts miteinander zu tun. Also, wenn diese beiden Hunde miteinander verglichen werden und wenn oft wegen diesen beiden Hunden miteinander gestritten wird, dann ist es meistens immer nur das Thema Leistungsfähigkeit. Ja? Denn über die Optik braucht man bei beiden Hunden nicht streiten. Das sind zwei völlig verschiedene Hunde, welche optisch auch völlig verschiedenes Publikum ansprechen werden, würde ich mal sagen. Ja? Also hier braucht man sich nicht streitig werden, dem einen gefällt das, auch charaktertechnisch. Ja? Würde ich sagen, gibt es hier eigentlich nichts zu diskutieren, weil sie völlig verschieden sind. Leistungstechnisch kann man zu streiten beginnen. Das ist aber schon das Einzige, meiner Meinung nach. Der Mali, ein Hund für Gebrauchshundesportler, für Leute, die einen Wach- und Schutzhund suchen, welcher auch gleichzeitig ein Top-Familienhund ist. Der American Pitbull Terrier, ein Hund für sportliche Menschen, die gern über Stock und Stein gehen, die diesen Hund gern schicken mit Ball, die mit diesem Hund gern schwimmen gehen und so weiter, welche eventuell mehrere Kinder zu Hause haben und einen Kumpel für ihre Kinder suchen, ja, aber es nicht unbedingt abgesehen haben auf einen guten Wach- und Schutzhund. So würde ich das Ganze bewerten. Meiner Meinung nach. Ja, liebe Zuseher, Sie können sich jetzt selbst Ihr Bild machen von diesen beiden Kapazitäten. Dass das zwei Weltklasse-Hunderassen sind, muss ich, glaube ich, nicht betonen. Und wenn Sie mich fragen, für welchen ich mich entscheiden würde, schauen Sie, mein Herz sagt American Pitbull Terrier, mein Kopf sagt Malinois. Aber es geht ja hier hart auf hart und ich muss eine Entscheidung treffen. Wie bei allen Videos. Gut, dann entscheide ich mich für den Amerikaner. Aber ich würde versuchen, ihm etwas Schutztrieb zu schenken. Ja, wie meinen Pit, den ich schon hatte. Denn das ist eine Eigenschaft, die es mir bei Hunden einfach angetan hat. Ja.
Lieber Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.